Früher waren wir mal die Hochschulen, die Eliten der Welt ausgebildet haben. Und wenn Harald oder ich mit Mittelständlern auf Auslandsreisen waren, ich denke jetzt gerade in Indonesien, Jakarta, das halbe Kabinett war in Deutschland ausgebildet. Der malische Staatspräsident, Professor Habibi, war 20 Jahre der Entwicklungschef von MBB, der deutschen Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie in München. Da war deutscher als wir. Da habe ich mich immer beschimpft. Wieso könnt ihr zulassen, dass Mercedes-Benz Fokker in Holland kauft? Das war die Kolonialmacht Holland dabei. Sag, für das Geld hätte ich euch die besten Flugzeuge der Welt gebaut. Bauen auch gute Düsenjäger und Transportflugzeuge in Indonesien, durchaus fähig. Aber das geht zunehmend verloren. Die gehen Leute lieber nach Australien, nach England, Amerika, zahlen horrende Studiengebühren, als nach Deutschland zu gehen, wo es nichts kostet. Und da müssen wir wieder attraktiver werden, damit wir auch wieder Talente anziehen, nicht die dritte Kategorie von Studenten nach Deutschland ziehen, die woanders keine Chance haben oder nur eine geringe Chance haben. Das muss sich ändern.